So, jetzt ist es. Na, jetzt sind schon wieder 4 Minuten vergangen. Ich habe ganz bewusst, ich zeige das mal. Ich habe die beiden Flaschen jetzt noch näher herangestellt an den Ofen. Der strahlt jetzt immerhin noch mit. Ja, so wie vorhin, 46 Grad. Nochmal das durchlassen. 26,5 und die Luft 26,5. Die lassen also beide gleich viel durch. Und jetzt gucken wir uns mal die Temperaturen an. 27,6 und 27,6 Grad. Es ist eine gewisse Zeit vergangen. 27,7, 27,6. Also das sind im Zehntelbereich jetzt irgendwelche vielleicht Messungenauigkeiten oder Ungenauigkeiten der beiden Thermometer. 27,7 Grad haben sie beide. Es hat sich also nichts weiter Schlimmes getan. Die erwärmen sich jetzt noch ein bisschen intensiver und zwar beide. Und zwar beide ziemlich gleich. Die Luft scheint noch ein kleines bisschen mehr vorwärts zu kommen, aber mehr ist da nicht. Gut, ja. Was soll man jetzt noch dazu sagen? Also nochmal, hier steht Luft drauf, hat 27,8, hier CO2 und das steht nicht bloß drauf, das ist auch drin. Gut. Ja, dann war es das also für solche Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann Feuer frei an alle Skeptiker und gebt richtig Gas und bietet Paroli, aber Leute, lest vorher erst noch alles durch, was ich im allerersten Teil, ich werde es verlinken, was ich im allerersten Teil geschrieben habe. Erst sich informieren, lesen, studieren und richtig sich mit der Materie beschäftigen und nicht irgendwelche blöden Kommentare oder sowas. Einfach bloß, sie wollen Lehrer sein oder sie haben doch gar keine Ahnung. Auf so einen Mist gehe ich nicht ein. Und wer mir gerade so blöd wird, den lösche ich. Nochmal schnell zum Gucken. 28,2 und 28,1 oder 2 Grad. Naja, ein kleines bisschen scheint die Luft noch schneller zu sein. Das hat sich dann irgendwann gesättigt. Mehr geht dann nicht. Mehr strahlt dann nicht. Jo, also, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.